Oh, hallo und herzlich willkommen zum Frühstücksvideo. Nee, ich wollte einfach mal ausprobieren. Ich habe da ja mal jetzt vor einiger Zeit beschenkt bekommen. Energy 5-0. Ne? Das ist jetzt die glutenintolerante, laktoseintolerante, vegane Version vom normalen Energy 5. Das normale Energy 5 verzehre ich ja eigentlich ziemlich regelmäßig auf Tour. Habe das bei extremeren Touren auch fast schon als reguläres Frühstück dabei, woran sich ja wahrscheinlich auch in nächster Zeit nichts ändern wird. Und jetzt der wesentliche Unterschied bei dieser Variante ist, also die ist genauso verpackt wie die normale Energy 5 Variante, der wesentliche Unterschied besteht darin, dass es irgendwie gefühlte 25 Kalorien mehr pro Packung hat, also das ist mehr oder weniger zu vernachlässigen. Sonst Nährstoffzusammensetzung ist nahezu mehr oder weniger die gleiche. Es ist ein ganz kleines bisschen mehr, weniger Zucker drin. So, jedenfalls, wie isst man das jetzt am blödesten? Also das sind auch wieder diese Tablettchen. Die kennt man auch schon von der normalen Variante. Ich muss das übrigens deswegen essen, weil ich hier kein gescheites Frühstück kriege. Ich müsste mein Frühstück selber mitbringen, deswegen muss das jetzt verzehrt werden. Jetzt werde ich gleich gehauen. Ach komm, der Witz ist gut. Nicht? Na okay. Jedenfalls, das Schöne ist, das ist nämlich wirklich ein Vorteil, dass sie zerbröselt deutlich leichter als das normale Energy 5. Das normale Energy 5, da brauchst du schon ein bisschen Kraft, in Anführungszeichen, um das Kleingebrösel zu bekommen. Stellt das scharf? Warte, ich stelle das mal aus dem Weg. Und hier, das bröselt halt total easy peasy, wie man sieht. Das kann man quasi direkt einmal in die Hand nehmen, ein bisschen zerdrücken und dann hat man das auch schon wirklich in ganz, ganz klein, ohne dass da irgendwelche Stückchen nennenswerter Art übrig bleiben. Das ist meiner Meinung nach durchaus ein Vorteil, wenn man sein Energy 5 gerne als Brei essen mag. Was ich sowieso empfehlen würde, dann schmeckt es erheblich besser, insbesondere mit Milch. Insbesondere, wenn man dann noch ein bisschen Zimt dran macht. Gibt es hier Zimt? Yay! Es gibt hier Zimt, da muss ich mein Frühstück doch nicht vollständig selber mitbringen. Du kriegst auch Milch von mir. Oh verdammt, ja, da war was. So, also, das ist eine Schüssel Energy 5. So, und meiner Meinung nach, man kann da auch noch ein bisschen Zucker dran machen. Das Zeug ist aber per se schon süß. Und insbesondere habe ich schon festgestellt, dieses Zero schmeckt nochmal, und da bin ich nicht der Einzige, der das feststellt, ich glaube, das ging den Saki auch mal so, schmeckt sogar nochmal süßer als das normale. Und ich kann da wirklich aus Erfahrung sprechen, weil ich manchmal so ein Zeug relativ häufig. Ich weiß, es gibt viele von uns, die der Meinung sind, das schmeckt grauenvoll. Eigentlich hätte ich mal nachher noch jemanden zum Geschmacksprobe machen. Das ist gut, das probieren wir mal aus. Dann haben wir mal eine zweite Meinung, nicht immer nur meine. Weil das Problem ist ja, mein Geschmacksempfinden ist nicht unbedingt repräsentativ für die Weltbevölkerung. Und deswegen könnte das hier einfach ein bisschen Zimt noch dazu, ne? Könnte das durchaus sein, dass das gar nicht mal schlecht ist, wenn man da mal eine qualifizierte Meinung einer Person, die sich mit Geschmack auskennt und die über funktionierende Geschmacksnerven verfügt, dazu nehmen kann. Mit echter Milch schmeckt das übrigens nochmal erheblich besser als mit Milchpulver. Geht aber natürlich. Ah, auch. Das würde ich dann auch entsprechend die Rührsehne größtenteils rausschneiden. So schön zu gucken, wie du da rumkleckerst. So. Zum Glück haben wir vorher den Tisch noch geputzt. Ja, das hat sich gelohnt. Ich habe ja gesagt, muss nicht sein. So, ist fertig. Ich teste mal. Also ich finde, gerade wenn man ins Milch auflöst, also wenn man die Dinger so futtert, merkt man nicht so sehr, dass die mit Reis sind. Wenn man es in Milch auflöst, dann schmeckt man den Reis deutlich mehr raus. Übrigens ist das Zeug jetzt nicht mehr vegan und nicht mehr laktosefrei und deswegen kann ich es jetzt auch essen. Hat was. Also gerade dieser leichte Reisgeschmack finde ich persönlich sehr angenehm. Ich reiche mal die Schüssel weiter. Gib mal Kamera her. Also sie will, glaube ich, nicht auf die Kamera, aber ich kommentiere mal das Geschehen. Lustloses Umrühren. Ich gucke ein bisschen kritisch. Kritisches Gucken.
Okay, auf also, bevor ich verhungern müsste und es gar nichts zu futtern gibt, kann man das essen, aber lieber du als ich. Okay, das, damit haben wir jetzt auch eine qualifizierte Meinung und das soll es auch schon gewesen sein. Das habe ich nur gedacht, wenn ich sowieso schon sowas zum Frühstück futtere, dann kann man das ja mal kurz videotechnisch festhalten. Habt ihr den Hirsch zur Kenntnis genommen? Ich darf kurz auf den Hirsch hinweisen, oder? Natürlich. Das ist doch mal cool, ein Origami-Hirsch. Ja, okay, macht's gut.